Hallo und willkommen zurück bei Stardoys. Die Kochstation ist im Leerlauf, aber das ist doch normal, oder? Wir haben ja Essen. So, aber jetzt würde ich gerne hier auch einen Teleporter bauen. Einen hier so hin. Und einen hier so hin. Damit die hier auch untereinander irgendwie arbeiten können. So kostet einfach unnormal viel Strom. Müssen wir nicht. Ich will ja eigentlich gar nicht, dass die aufwachen. Nicht genug Mikrochips. Die kann ich hier nicht bauen, ne? Ich kann hier aber mal ein paar Transistoren bauen. Immer noch zu kalt. Kann es sein, dass das hier tiefer sein muss, einfach? Selbstreinigungsmenge bei 20%. Gucken wir mal, ob die jetzt dann gereinigt werden. Weil die ja schon bei 20%... Ah, das muss man runterstellen. Verstehe. Ja, da bin ich dabei. Bei diesen ganzen Forschungsdingern bin ich dabei. Keine Sorge, das dauert halt nur ein bisschen. Mann, ruhig. Der will, dass ich noch Ökologie reinklatsche. Alles rein. Jetzt sind meine ganzen Mikrochips hierfür draufgegangen. Sonst muss ich die Ressourcenverarbeitung mal nach oben machen. Und die Fertigung auch. Kann ich irgendwo meine Stromstatistik sehen? Maximal benötigte Leistung, aktuelle Leistung. Okay. Also ich produziere noch mehr, als ich benötige. Das ist doch sehr gut. So, hier liegt immer noch sehr viel Kran rum. Das können die dann ja alles mal volltragen. Können auch mal anfangen, hier zu putzen und so. Transportieren. Ja, wir gehen mal hier, diese ganzen Ressourcen, die hier so rumliegen, sollen alle mal weggetragen werden.
Am besten vor allem die, die erstmal so weit weg sind. So, hier muss alles weggetragen werden. Da reicht ein Tragetag nicht aus. Vor allem, warum steht hier einfach so ein Stuhl rum? Okay, ich werde den jetzt mal ein bisschen umsetzen. So. Wo sind eigentlich die Leute, die hier leben? Sind die irgendwie weggerannt oder was? Die normalen Türen werde ich jetzt auch einmal dann hier zwischensetzen. Mich echt, wo die hingerannt sind. Oder leben keine mehr? Sind alle tot oder was? Sind alle tot? Zu viele Aufträge. Okay, der Typ. Ah, hier ist Sheen. Laune ist nicht so gut. Unerwarteter Arbeiter. Unverwalteter Arbeiter. Ach, wir können die auch verwalten. Gut zu wissen. Er soll erstmal machen, worauf er Bock hat. So, ich würde nur gerne diese Türen hier in Luftschleusen ändern. Das muss eine Luftschleuse auf jeden Fall werden. Und das geben wir auch mal eine hohe Priorität. Weil hier entweicht ja die ganze Luft, weil es keine Luftschleuse ist. Ja, Götterfunke macht das schon. So, dann werden wir hier langsam auch mal Kopien reinsetzen. Damit, wenn wir so Räume trennen, damit die dann natürlich auch Lüftung haben. So, hier ist eine, da ist eine. Machen wir da noch eine hin. Hier brauchen wir auch noch. Machen wir so. Hier haben wir eine. Hier brauchen wir noch eine. Da haben wir eine. Hier brauchen wir noch eine. Hier brauchen wir auch noch eine.
hier und da. Dann werden alle Räume auch verbunden. Giselle hat sich beigetreten. Dabei haben wir hier noch Barclay. So, die gehen da nicht rüber, weil hier wahrscheinlich kein Sauerstoff ist. Kann ich irgendwie die Priorität erhöhen? Wobei Götterfunke ist jetzt da. Der macht das jetzt. Ist das hier einfach nur Dreck oder ist das kaputt? Ich glaube, das ist einfach nur Dreck. Not linked. Ah, der ist noch nicht fertig gebaut. So, ich guck mal, dass ich noch einen von denen baue. Oberflächenslots. So, ich setze auf jeden Fall nochmal ein... hier rein. Hier oben setze ich auch nochmal einen hin. Und vielleicht hier oben auch noch. Ich würde das nämlich gerne auch alles mal sortieren. Ja, den hier, ich glaube, die werden wir erstmal ersetzen mit normalen Wänden, damit das nicht so nervt. Zack, also der hier und der hier. Ich brauche noch einen von denen hier. Titanplatte, Kupferkabel, Transistoren, Plastik. Hier ist es irgendwie zu kalt. Und dann setzen wir den einfach mal hier hin. So, was ist denn hier? Sauerstoff 18, minus 32. Hier unten wird es wärmer. Hier habe ich habe ich nicht vergessen. Okay. Wir haben jetzt so viele Wegtrag-Aufträge. Gibt es ja eigentlich auch Reinigungsaufträge? Hier ist noch ein Stuhl. Überall finde ich auf einmal Stühle.
So, ich hab mal, war die ganze Zeit im Slow-Mo. Ich habe hier mal die Geschwindigkeit erhöht. Holz. Hat sich schon wieder eine Batterie entladen. Da war schon wieder ein Stuhl. Legen das einfach woanders hin. Ich glaube, ich mache noch mal ein Lager. Großes Pflanzengefäß ist ausgefallen. Ich stelle hier noch mal ein Lager hin. Zack. Hier die Batterien entleert. Energiedefizit. Gerät muss bald ersetzt werden. Das Gerät ist vollständig abgenutzt und kann nicht mehr repariert werden. Ja, dann tun wir das dekonstruieren. So, warum haben wir denn jetzt auf einmal so Stromprobleme? Was ist hier los? Weil die Batterien jetzt hier leer sind, oder was? Wie kann das denn eigentlich sein, dass die auf einmal leer sind? Was ist denn jetzt auf einmal mit dem ganzen Strom passiert? Mal bei der Forschung den Strom reduzieren. Hä? Wo ist denn jetzt hier das Stromproblem? Also warum habe ich jetzt auf einmal ein Stromproblem? Ich trenne mal die Verbindung nach hier oben. Habe sozusagen die Forschung jetzt rausgenommen. Jetzt scheint zumindest hier unten wieder alles zu funktionieren. Bin ich ein bisschen verwirrt. Wenn
Haben die es jetzt einfach nur dahin gelegt? Ich würde gerne die Abnutzung hier. Wir haben wieder das Energieproblem. Alter, dieses Energiedefizit, ne? Ja, dann habe ich wohl keine andere Wahl, ne? Da muss ich wohl mehr Strom bauen. Immer noch ein Energiedefizit. Alter, ich habe einfach mal zwei Dinger mit reingenommen. Aber ich frage mich, warum. Ich hatte vorher doch so viel Leistung. Wo ist denn jetzt mit. Was denn mit der Leistung passiert? Was ist denn da los? Ich baue noch einen. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber okay, ich baue noch einen.
Wo landet denn das Teil? Also ich glaube, wir müssten jetzt eigentlich die komplette Basis mit Sauerstoff verbinden können. Wie warm ist es denn hier? Geht. Sonst werde ich hier einfach mal den hier oben, dann baue ich einfach von den hier eine Kopie hier hin und den hier werde ich umsetzen hier hin. Dann werde ich den umsetzen hierhin. Dann werde ich den Strom nochmal hier ein bisschen umswitchen. Kann ich alle Verbindungen irgendwie dingsen? Alle trennen. So, zack. So, ich werde jetzt die komplette Forschung hier rausnehmen. Händler bietet einen Handel an. Was denn für ein Handel? Du wirst erhalten. Unser Angebot. Achso, hier kann ich was verkaufen. Deren Angebot. Handel gescheitert. Du hast nicht genug Geld, um diese Transaktion... Achso, ich habe gar kein Geld. Was können wir denn verkaufen?
Handel abbrechen. Kannst dich verziehen. Sorge für Belüftung des Schiffscomputers. Kann ich den umswitchen? Ja. Geh mal dahin. Dann ist er belüftet. Unbedingt mehr Solar. Die Demontagemaschine haben wir. Schleifmaschine. Kann das keiner umsetzen? Das wäre zumindest praktisch, wenn man es umsetzen könnte. Ja, du musst auch umsetzen können. Der kann den bestimmt umsetzen, wenn ich hier eine Tür hinmache. Also eine Luftschleuse. Gibt es hier eigentlich auch mal einen Putzauftrag, damit man hier den Dreck mal wegmachen kann? Arbeiter nicht zugewiesen. Ich werde hier hinten auch nochmal eine Ladestation aufbauen. Und auch eine Reparaturstation. Dann würde ich sagen, war es das aber auch schon für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Wobei, die schließen wir jetzt noch an. Unglaublich, dass ich so krasse Stromprobleme habe. Auf einmal. Aber auch nur ein bisschen. Das heißt, wenn ich noch einen baue, müsste ich drin sein. Thank you.
So, jetzt dürfte ich kein Stromproblem mehr haben. Aber gut, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.